So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, dafür brauchen wir aber erstmal diesen Teller. Den möchte ich ja jetzt immer nehmen, wenn ich was zu essen teste, weil der so super aussieht. Dann brauchen wir natürlich eine Soße, die wir testen wollen, die ihr jetzt nicht sehen dürft, die aber im Titel steht, wo ich keine Ahnung habe, was ich überhaupt in den Titel schreiben soll, weil ich keine Ahnung habe, was das ist. Bansosa, kennt ihr Bansosa? Ja, und inspiriert vom Kesto nehmen wir natürlich wieder eine Packung Weißwürste. Langsam kann ich die nicht mehr sehen. Langsam weiß ich auch, wieso die Leute sagen, Weißwürste sind eklig, ne? Nachdem ich jedes Mal mir 5 Stück von diesen Teilen hier reinprügeln muss und dann die nächste Soße teste und wieder 5 Stück und die Soße und wieder 5 Stück. Nicht nur, dass es mir vorkommt, als wären die mega teuer, die teuersten Würste der Welt, weil die weiß sind. Dass sie halt auch auf Dauer so sich so auf den Magen schlagen, dass man eigentlich... Ich hoffe, das ist der letzte Test, den wir machen müssen. Habe ich ja nur gemacht, weil die Leute immer so viele verschiedene Senfs geschickt haben oder irgendwelche komischen Soßen. Ich nicht wusste, an was ich das teste, habe dann das aufgeschnappt, den Trend, ne? Den Trend vom Trendsetter Cast, oder dass ich dann die Weißwürste versucht habe damit, aber... Ich glaube, das wird die letzte Packung sein. Ich werde mir auf jeden Fall definitiv was anderes suchen. Und heute geht es hier um diese Soße. Und ich habe keine Ahnung, wie gesagt, was das ist. Da steht von der Firma Zieköfte M präsentiert Bansosa Nar Exili Special Pommengranate, Molasse, Special Granatapfel. Also das ist eine Granatapfelsoße. Vielleicht könnt ihr die über eure Frühstücks-Eierkuchen drüber machen oder als Brotaufstrich wie einen Marmeladenersatz. Und weil man ja eigentlich süßen Senf zur Weißwurst isst, müsste doch auch süßes Gelumbe zur Weißwurst passen. Das ist alles total verschwommen hinten drauf, deswegen kann man da gar nichts lesen. Sieht doch aber auf jeden Fall spritzig aus. Die kann man sich doch gerne mal geben, wenn man die im Regal sieht. Kann man bestimmt auch als Kunstblut nutzen. Ist auch noch zu. Müssen wir mal aufmachen. Nehmen wir mal hier die Kappe ab. Dann müssen wir gleich die Weißwürste hinten in den Topf reinhauen. Das Wasser muss kurz vorm Köcheln stehen. Adi nein, Adi aus. Adi guck. Das ist Sosa. Sosa, Adi, guck die Sosa an. Ich weiß, was ich sonst nicht gemacht habe. Ich werde mal mit dem Messer einfach hier reingehen und werde mal ein bisschen Sosa testen, wie das so schmeckt. Okay. Auf jeden Fall sehr speziell. Das ist, im ersten Moment wirkt es wie Ketchup. Ketchup, fruchtig, tomatig, dann säuerlich, dann plötzlich total, total säuerlich, mega säuerlich, richtig, mega sauer. Irgendwie brennt es auch auf einmal so richtig im Rachen, ist da etwa auch scharf drin, ich weiß es nicht. Spezial Granatapfel. Müsste Granatapfel nicht eigentlich gesund sein? Und jetzt habt ihr hier... Sowas, kann ich nicht nachvollziehen. Sowas, ja. Wir machen jetzt die Würste warm. Probier das gleich mal zu den Würsten, aber ich ahne Schlimmes. Das glaube ich vom Fritz. Ich glaube, der Fritz hat die damals geschickt. Die wollen wir jetzt endlich mal testen und uns angucken, wie das schmeckt mit Wurst. So, jetzt kocht das Wasser schon. Das sollte gar nicht kochen. Mann, stell dich halt hier rüber. Jetzt machen wir erstmal den Ofen aus. Aber aufpassen, dass wir nicht hinten das anmachen, sonst fliegen die Gläser wieder rum. Adi, Schatz. Erdmännchen, alles Gute. Jetzt tun wir diese Würste nämlich hier in dieses Wasser und passt da wieder auf, dass ihr euch nicht verbrüht. Ne? Eben ist schon eine Wurst, die lag ja da hinten runtergefallen und lag da unten. Da kam der Adi, der war eigentlich gerade oben auf dem Schrank. Ist extra runter, weil er die Wurst wollte. Aber jetzt sitzt er dort in der Gefahrenzone, da wo es spritzen tut. Wir packen die hier rein, lassen die jetzt 10 Minuten da stehen und nach 10 Minuten nehmen wir sie hier rüber und versuchen die dann hier mit dieser komischen Bansosa zu probieren.
So eine schöne Flasche, so ein komischer Inhalt. So, die Würste sind jetzt also fertig. Oh. Die Würste sind jetzt fertig. 5 Stück, die sehen jetzt irgendwie richtig dick aus. Ist das so, dass es bei Wärme sich ausdehnt, auch die Weißwurst, und die wird dann fett? Jetzt tun wir mal hier eine an den Rand, dann tun wir mal das hier rüber, dann tun wir mal eine Wurst aus diesem heißen, immer noch heißen Wasser nehmen, müssen die jetzt wieder aufschneiden. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Letztens habe ich die hier so aufgeschnitten, einfach D-Längs. Das war für mich, glaube ich, das Einfachste. Wir haben uns durch die ganzen Künste geführt, der Kreuzschnitt und der Wechselschnitt. Wenn ich die jetzt so habe, da kann ich doch trotzdem einfach hier am Ende das so um die Ecke ziehen mit den Händen, und dann ist die ganze Pelle ab. Ne? Ihr könnt natürlich auch uns noch eine nehmen, die einfach in der Mitte durchschneiden, aber so, dass unten noch ein bisschen was übrig ist, und dann könnt ihr hier das so am Rand rausziehen und habt dann natürlich hier jetzt das, wo ihr zieht, um die andere Seite auch abzumachen. Einfach ziehen, keine Angst, es reißt nicht ab. Jetzt ist die auch. Das sind schon zwei Möglichkeiten, wie der Ramses das jetzt machen kann, ohne dass das traditionell ist oder hinten auf der Verpackung stand. Denn das ist viel zu kompliziert, aber das ist alles ohne Hände. Das ist ja mit einer Gabel und einem Messer und dann kreuz und quer und rausdreht und windet und macht. Also das ist für die Profis, und weil wir keine sind, müssen wir das auch nicht so machen. Jetzt haben wir Bansosa. Bansosa, Special Granatapfel. Ist schon gefühlt eine Stunde her, dass ich das hier hatte. Deswegen muss ich mir nochmal das zu Augen führen. Bei euch ist es direkt danach. Wir nehmen mal dieses Stück und pfropfen da jetzt wirklich schön. Oh mein, die ist aber flüssig. Diese Special Granatapfelsoße da dran. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich nehme mal eine Scheibe Toast. Tu das mal auf die Scheibe Toast. Wir beißen mal von der Scheibe Toast ab. Mmh, wie ein Marmeladenbrötchen. Brot, Toast. Und die Wurst passt irgendwie überhaupt gar nicht dazu. Ich glaube, demnächst, wenn ich verschiedene Senftests mache oder Ketchup-Tests oder sonst was Tests, oder wenn ich überhaupt irgendwann wieder irgendwas testen werde, immer aufs Toastbrot drauf. Da ist ein schöner Snack zum Frühstück. Der ist ein bisschen säuerlich. Das ist wie eine Johannisbeer-Marmelade. Und das saugt auch auf. Und noch die Wurst hinterher. Eis hat. Nein! Nein! Na, die greift das Toastbrot an. Wir müssen das Toastbrot in Sicherheit bringen. Also keine Ahnung, wozu würdet ihr das essen? Wozu passt Granatapfelsoße? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin sprachlos. Die Soßen-Challenge, eine Dose Bansosa auf Ex, dann wäre sie wenigstens weg. Mal schauen. Ich kann ja mal das Muttertier probieren lassen. Die isst ja gerne Marmelade, wenn ich ihr da so einen Toast zurecht mache. Schön frisches Toast. Ob sie dann sagt, ach, das schmeckt aber gut, das nehme ich mit. Ja, auf Toast geht das echt. Das hat irgendwie ein bisschen was vom Pflaumenmus auch auf einmal. So von dem Geschmack her. Schmeckt wie Pflaumenmus. Also esst es auf Toast. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Mmh.